In folgender Darstellung soll der Einfluss der Parameter m und n auf den Verlauf einer linearen Funktion erläutert werden. Wie vorhin schon dargestellt, erhält man den Graph dieser Funktion, also eine Gerade, dadurch, dass man die geordneten Paare y und x in diesem Koordinatensystem abgebildet hat. Das bedeutet also, in diesem Fall ist der Anstieg m gleich 3 und n gleich 1. Der Anstieg bedeutet, wie viele Elemente steigt die Gerade an, wenn zum Beispiel x um 1 größer wird oder um 2 größer wird oder um 4 größer wird. Um die Funktion besser darstellen zu können, ist in diesem Koordinatensystem die Einteilung für die x-Achse anders vorgenommen worden als für die y-Achse, um einen möglichst großen Bereich dieser linearen Funktion in einem Koordinatensystem darstellen zu können. Das bedeutet also, wenn man beispielsweise für die Funktion y gleich m mal x plus n m gleich 3 einsetzt und n gleich 1 einsetzt, erhält man die Funktion y gleich 3x plus 1. Das bedeutet, der y-Wert ergibt sich aus 3 mal x plus 1. Und das heißt, wir wollen jetzt im Folgenden untersuchen, welchen Einfluss hat der Parameter m und n jeweils für sich. In folgendem Beispiel handelt es sich um die Funktion y gleich mx plus n nach wie vor, aber wie hier schon zu sehen, sind mehrere Graphen dargestellt. Aus der Überschrift geht hervor, es sind die Graphen für m gleich minus 2, minus 1, 0, 1, 2 und 3. Und der n-Wert, der Schnittpunkt mit der y-Achse ist gleich 1. Wie man hier sehr schön sieht, haben die Graphen dieser linearen Funktionen eine gemeinsame Eigenschaft, nämlich die, dass sie alle durch n gleich 1 festgelegt sind und damit der Schnittpunkt mit der y-Achse n gleich 1 ist. Wenn man dieses Bild analysiert, wird man feststellen, es gehen zwei Funktionen aus dem dritten Quadranten in den ersten Quadranten, haben also einen positiven Anstieg. Das wären dann die Funktionen 1, 2 und 3 für m. Und die beiden negativen, also minus 2, minus 1, verlaufen von dem zweiten in den vierten Quadranten. Man sagt auch dazu ein negativer Anstieg oder eine fallende Gerade. In allen Fällen ist also, um hier nochmal zusammenzufassen, der Schnittpunkt mit der y-Achse n gleich 1. Der Anstieg wandert von minus 2, 1, 0, 1, 2 und 3 aus dem negativen Bereich in den positiven Bereich, sodass aus dieser Funktionenschar, wie man dazu auch sagt, ein sogenanntes Geradenbüschel, jeweils verschiedene Anstiege vorhanden sind, und zwar aus dem negativen Quadranten, auch den dritten Quadranten genannt, in den ersten Quadranten, der positive Anstieg m gleich zum Beispiel 1, 2 oder 3, oder aus dem zweiten Quadranten in den vierten Quadranten mit einem negativen Anstieg minus 2, minus 1. Einen Sonderfall stellt dieses Geradenbüschel in der Art dar, dass auch hier ein Anstieg mit m gleich 0 dargestellt ist, und das ist diese parallele Gerade zur x-Achse.